Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video und checkt gerne auch meinen Twitch-Kanal aus. Dazu einfach in der Videobeschreibung auf den ersten Link klicken und dort könnt ihr natürlich auch gerne ein Follow da lassen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und by the way, das eine Schattenpaket, so hieß es glaube ich, was ja immer ganz groß war, das mit dem schwarzen Hintergrund, das ist jetzt auch entfernt. Dafür haben wir eben mal seit gestern das Frostlegenden-Paket. Ich denke mal, das Wellenbrecher-Paket wird noch irgendwann bis Anfang der nächsten Season drin bleiben. Und dann bei den täglichen Gegenständen haben wir einmal den Traumscan, dann den Luminos-Scan. Ich finde, von den Farben her sehen die auf jeden Fall sehr nice aus. Dann die Astral-Axt, auch im gleichen Stil gehalten. Splitterbruch, Lackierung, leider nur eine sehr, sehr schwache Animierung. Finde ich, hätte man etwas stärker machen können. Und dann noch der Arcana-Gleiter, den ja, glaube ich, alle kostenlos haben sollten, da man den irgendwann, glaube ich, für ein Live-Event bekommen hat. Und deshalb, denke ich mal, sollten den fast alle haben, die zumindest in Season 9 oder 10 gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Dann als nächstes haben wir den dunkle Vorhut-Skin, dazu das Weltraumlandegerät und nochmal die weiße Version davon, das Weltraum-Shuttle. Mittlerweile wäre das locker zwei eigene Gleiter, ich meine für einen epischen Gleiter, zwei mit dem gleichen Modell, aber unterschiedlichen Farben. Lohnt sich, würde ich sagen, nicht beide zu kaufen, sind aber trotzdem ganz nice Gleiter auf jeden Fall. Dann haben wir den Flopper-Skin von gestern. Endlich mal auch ein Skin, der neu ist und mehr als einen Tag drin bleibt. Die letzten Skins sind ja alle irgendwie immer direkt verschwunden. Hier kann man das Backpack, das Krötenschild anpassen in Standard, Grün und Regenbogen. Dazu gibt es dann die Scampi Pickaxes. Als nächstes haben wir dann das Frost-Aufrüstungspaket, Ausrüstungspaket, passend zum Frost-Legenden-Paket, weil die ja nur Backpacks und den Skin an sich dabei haben und nicht die Spitzhacken und keine Gleiter dazu haben. Deshalb gibt es hier einmal zum Liebesranger die Spitzhacke, dann zum Rabenskin die Spitzhacke und auch noch der Gleiter zum Rabenskin. Der dritte Skin, die rote Ritterin, hat in dem Set nichts und man muss sagen, der Rabatt ist schon ziemlich stark von 2400 auf 1000 V-Bucks. Ist vollkommen in Ordnung, kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir als nächstes den Facetten-Skin, dann Kommando. Als nächstes heute neu die Luftblasenlackierung. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich würde sagen, passt so ein bisschen zum Glibber-Skin. Hat jetzt zwar kein eigenes Set, aber sieht eben mal so ein ganz kleines bisschen so Glibber-mäßig aus. Dann als nächstes haben wir Abfeiern. Mondhüpfer als Fortbewegungs-Emote und Oberpeinlich. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.